Hey Leute, wir machen heute nochmal ein Quarantänewort, es ist Sonntag. Ich leite euch mal ganz schnell durch die Übungen, dann wisst ihr, wie es geht und dann könnt ihr Gas geben. Also, wir starten mit dem Warm-up. Zwei Runden, eine Minute jeweils, drei Übungen haben wir. Wir starten mit Plank, kennt ihr schon. Ihr geht in die Liegestützposition und dann halten wir eine Minute lang. Danach Side-Plank, ja, pro Seite 30 Sekunden. Ich wechsle nach 30 und danach Walkout. Das heißt auch hier ungefähr so relativ breiter Stand, schulterbreit, bisschen breiter. Und dann schön kontrolliert nach vorne laufen, soweit wie ihr könnt. Und wieder zurück. Ja, währenddessen die ganze Zeit, wenn ihr könnt, die Beine gestreckt lassen. Soweit wie ihr könnt nach vorne. Und wieder nach hinten. Genau. Das zum Warm-up. Danach haben wir einen Core-Teil. Wir machen 3x 30 Sekunden jeweils. Macht euch eine Uhr an. Zwei Übungen haben wir. Hollow Rocks. Kennt ihr alle. Auf den Boden. Rücken flach auf den Boden. Ja, damit hier kein Hohlkreuz entsteht. Und dann 30 Sekunden Hollow Rocks. Und danach Sit-Ups. Vor den Füßen den Boden berühren und hinter eurem Kopf. Okay? 30 Sekunden. Danach machen wir Gymnastic Swim. Kennt ihr auch alle? Ich zeige es nochmal kurz. Legt euch auf den Boden. Füße, so ein bisschen schräg. Füße in die Luft, wenn ihr könnt, zusammen. Ja? Und dann mit den Händen auch in die Luft. Und dann machen wir erst, halten wir die Position. Ja, ist ein bisschen schwierig zu sehen. Daumen nach oben, Kopf entspannt. Danach machen wir Bewegung, so als würden wir quasi Brustschwimmen und danach Kraulschwimmen. Jeweils 20 Sekunden. Wir machen drei Runden, das heißt 20 Sekunden halten, 20 Sekunden Brustschwimmen, 20 Sekunden Kraulschwimmen und dann wieder halten. Und das Ganze dreimal, drei Minuten insgesamt. Danach geht es weiter mit dem Metcon. Wir haben drei verschiedene Blöcke. Und zwar, wir haben einmal von 0 bis 10 Minuten, das ist eine Running Clock, das heißt, die Uhr läuft einfach hoch. Von 0 bis 10 Minuten macht ihr Folgendes. Insgesamt geht das Ding 35 Minuten, dass ihr das schon mal wisst. Wir machen Folgendes, 0 bis 10, wir machen so viele Push-Ups, wie ihr könnt. Ja, also einmal so viele Push-Ups, wie ihr könnt. Und versucht da auch strikt zu sein, euch nicht zu bescheißen. Ja? Das heißt, die Standards kennt ihr, fest im Arsch, fest im Bauch. Dann Hände unterhalb der Schultern und dann schön mit der Brust komplett auf den Boden und wieder nach oben. Okay? So viele wie ich kann am Stück. Wenn es zu schwer ist, gehe ich auf die Knie oder ich erhöhe so ein bisschen. Ihr könnt ein paar Bücher nehmen, eine Bank nehmen, einen Stuhl nehmen, was auch immer. Ne? Und dann so ein bisschen erhöht. So viel wie ihr schafft. Danach macht ihr 10 Dumbbell Trap Raises. Oder auch ganz normale Trap Raises ohne Gewicht. Wie geht die Übung? Ihr stellt euch hin, ja, gerader Rücken, das ist wichtig. Und wir wollen hier hinten die Schulterblätter aktivieren. Das heißt, ich ziehe meine Schulterblätter nach hinten. Ich fange an mit dem rechten Arm, ja, der linke hängt einfach locker. Ich ziehe meine Schulterblätter nach hinten, das heißt, ich steuere quasi die beide an. Ja, ziehe die zusammen und dann bewege ich meinen Arm nach vorne und wieder runter und wieder hoch, ansteuern, nach vorne bewegen und wieder runter. Ja, das Ganze 5-mal rechts, 5-mal links. Wem das leicht fällt, also es ist oft schwierig hier anzusteuern und das die ganze Zeit zu halten. Ja, das brauchen wir oft, deswegen ist die Übung sehr gut. Wer das schon gut kann, kann sich ein leichtes Gewicht nehmen, irgendeine Dose, was weiß ich, vielleicht auch von mir ist eine Dumbbell. Guckt, dass ihr dann auch wieder hier einmal nach vorne, nach hinten, ablassen und wieder ansteuern, ja, pro Arm. Danach habt ihr, wenn ihr das gemacht habt, eine Minute Pause, guckt ihr auf die Uhr, ausschütteln, dann geht's von vorne los. So viele Push-Ups, wie ihr könnt, und 10 Trap Raises, 5 links, 5 rechts. Bei 10 Minuten macht ihr einen Cut, egal wo ihr seid, dann geht's weiter. Die nächste Zeit, 10 bis 20, also auch wieder 10 Minuten Arbeit, machen wir
Max Reps Hands and Hold und 20 wieder. Hands and Hold kennt ihr schon, ja. Das heißt einfach gegen die Wand und dann halten. Wem das so schwer ist, wir haben es geübt die ganze letzte Zeit, macht einen. Du ziehst jetzt meine Schuhe aus, damit meine Tapete hier weiß bleibt. Macht einen Wallwalk vom Liegen nach oben, so weit wie ihr könnt. Okay? Halten, solange ihr könnt. Ja. Und dann, wenn es nicht mehr geht, wenn ihr nicht mehr halten könnt, machen wir 20 V-Ups. Habe ich gerade gesagt. Genau, das heißt, kennt ihr auch. Arme nach hinten anheben, Beine auch. Und dann treffen sich quasi Ober- und Unterkörper, gehen gleichzeitig nach oben. Ich sitze quasi nur auf dem Arm und versuche, meine Zehenspitzen zu bewegen, zu berühren. Wer das nicht kann, einfach so hoch wie ihr kommt. Ja? Dann wieder eine Minute Pause, dann macht ihr das gleiche nochmal. Also wieder so lange wie ihr könnt. Handstand Hold, 20 V-Ups, eine Minute Pause. Bei 20 Minuten Cut, dann habt ihr nochmal 15 Minuten Arbeiten. Und zwar 2 Wallwalks, 20 Skater Jumps, 200 Hop-Over, anything you will find. Ja? Wallwalks kennt ihr, habe ich gerade quasi schon gemacht. Legt euch hin, lauft so hoch wie ihr könnt. Im Idealfall ganz gegen die Wand und wieder runter, komplett auf den Boden und dann wieder hoch. Okay? 2 Stück davon, dann Skater Jumps, 20. In die Hocke gehen und dann springen wir von einem aufs andere Bein. Guckt, dass sie hier schön unten bleibt und die Spannung nicht verliert. Arme könnt ihr mitnehmen. 20 und danach 200 Mal über, egal was ihr findet. Macht es euch leicht, nehmt euch eine Dose, macht es euch schwer, nehmt euch irgendwas Hohes, je nachdem. Nicht zu hoch, 200 ist schon eine Menge. Und dann springen wir einfach, ja, 20 Mal und dann geht es wieder von vorne los. 2 Wallwalks, 20 Skater Jumps, 200 Hop-Over Object, bis ihr bei 35 Minuten seid und dann habt ihr es geschafft. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.